Klassenerhalt geschafft für Viktoria Köln. Trotz einer 0:4 Niederlage beim FC Wegwerth-Beek am 29. Spieltag schafften die Höhenberger vorzeitig den Klassenerhalt. Grund war das 1:1 von FC Jüngersdorf gegen FC Hennef, wodurch der FC Hennef Viktoria Köln nicht mehr einholen kann. Nach Spielende unterhielten wir uns mit Daniel Costantino, der sich bei den Fans entschuldigte für die schwache Leistung, Dieter Floten, Franco Fischer und Trainer Murat Alkan, alle Viktoria Köln für VKF TV. Ja, Dieter Floten, erster Vorsitzender von Viktoria Köln. 2:4-0 verloren beim FC Wegwerth-Beek, aber die Klasse erhalten, nur statt 1:1 von Jüngersdorf gegen Hennef. Ja, wie sind jetzt so die nach Spielende deine Gefühle? Freut man sich über den Klassenerhalt oder ärgert man sich über die Leistung heute? Beides. Ich freue mich über den Klassenerhalt, ganz klar. Wenn einer im Januar gesagt hätte, wir haben den Klassenerhalt, hätte ich das sofort unterschrieben. Aber heute die Leistung stimmt mich doch bedenklich, besonders in der ersten Halbzeit. Das war also nicht sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit hatten wir 2-3 gute Möglichkeiten. Hätten wir durchaus rankommen können, aber danach war nichts mehr zu sehen, muss ich sagen. Es war nicht sehr, sehr, sehr gut. Sportlich sind wir jetzt gerettet, also eine gewisse Planungssicherheit ist da. Wie sieht es im finanziellen Bereich aus momentan? Ja, die Planung läuft. Die Saison ist gesichert, mit Sicherheit. Und dann müssen wir weiter schauen. Jetzt müssen wir neue Spieler haben, keine Frage. Oder einige Ergänzungsspieler haben. Müssen wir halt weitersehen. Du sprichst gerade neue Spieler an. Was mich ein bisschen persönlich überrascht hat, dass der Verein SC Viktoria Köln auf seiner Homepage geschrieben hat, wir suchen neue Spieler für die erste Mannschaft. Sollte man in der Mittelrheinliga nicht eher den Anspruch haben, sich die Spieler selber zu besorgen, als bevor man einen Aufruf macht? Sollte so sein. Überrascht mich auch. Das wird auch im Grunde genommen ein Thema sein. Gerade gab es hier vor dem Spiel so das Gerücht, wenn Viktoria Köln den Klassenerhalt geschafft haben sollte, dann am heutigen Abend wird das Spiel gegen Leverkusen vorgezogen. Was ist da dein Kenntnisstand? Das ist richtig, Leverkusen hat angefragt. Termin ist aber noch nicht sicher. Da ist mir klar, dass der Termin nicht sicher ist. Vertragsverlängerung Murat Alkan, heute stand im Stadtanzeiger drin, dass der Murat mündlich zugesagt haben soll. Murat hat mündlich zugesagt, aber schriftlich ist noch nichts geschehen da. Gut, mit Spielern, wie sieht es da aus? Ja, da wird mit allen gesprochen, die wir behalten wollen, keine Frage. Ich denke mir, die wir behalten wollen, die werden wir auch behalten können. Da. Alles klar, danke dir fürs Gespräch. Jo. Ja, dann Costantino. Am Ende 4-0 verloren, dennoch den Klassenerhalt geschafft. Deine Einschätzung zum Spiel erstmal bitte. Also ich denke mal, das Wichtige ist heute erstmal, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Der Spielverlauf heute, ganz schwach von uns. Ich möchte mich hier an dieser Stelle recht bei den Fans entschuldigen. Die Leistung inakzeptabel heute, wieder zahlreich unterstützt worden, aber diese Leistung heute war einfach nicht sehenswert. Also wenn man jetzt ketzerisch ist, könnte man sagen, 9 Spiele in Serie nicht gewonnen, seitdem du dich verletzt hast in Lichtsteinstraße. Gut, die Bilanz ist leider nun mal so. Ich möchte trotzdem der Mannschaft so keinen Vorwurf machen. Sicherlich fehlt eine führende Hand im Moment auf dem Platz. Trotzdem möchte ich auch nicht sagen, dass wir mit mir die Spiele gewonnen hätten. Du bist ja ein erfahrener Spieler, der auch dein Wort hat ja auch ein bisschen Gewicht im Verein. Wo sollte der Verein, ohne jetzt Namen zu nennen, an welchen Positionen sollte der Verein sich verstärken für die kommende Saison? Ja, ich denke, das Gesamtpaket muss verstärkt werden. Man weiß sicherlich, dass die Viktoria nicht auf Rosen gebettet ist, was das Finanzielle anbelangt. Dennoch sollte man schon gucken, dass man junge Spieler an den Verein bindet. Vielleicht mit 2-3 Älteren noch verstärkt und dann eine gute Mannschaft nächstes Jahr aufbaut. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Du bist ja jetzt, wie gesagt, leider schon eine Zeit verletzt. Hat der Verein sich schon mit dir unterhalten für einen neuen Vertrag? Mit mir laufen die Gespräche seit Wochen. Persönlich geht es mir etwas besser. Ich bin im Aufbauprogramm. Es ist halt eine langwierige Verletzung. Ich werde nicht nächste Woche wieder spielen können. Mein Ziel wird es allerdings sein, schon nochmal für die Viktoria auflaufen zu können. Hattest du eigentlich die Gelegenheit, sich mit Enzo Bosa, Jerome, Profeta mal unterhalten, warum die Viktoria verlassen haben und nach Junkersdorf gegangen sind? Nee, da kann ich leider nichts zu sagen. Hab's leider dann auch erst aus der Presse erfahren, dass die drei Spieler nach Junkersdorf wechseln werden. Gratuliere dem Franz hiermit für die Verpflichtung von drei guten Perspektivspielern. Für uns sicherlich schade, dass sie uns verlassen werden. Allerdings, gilt es jetzt nicht da nachzutrauen, sondern selber adäquaten Ersatz zu finden. Alles klar, danke dir fürs Gespräch. Ja, Franco Fischer, Klassenerhalt geschafft, dennoch 4-0 verloren. So kurz nach Spielende deine Einschätzung erstmal. Ich glaube, ich brauche noch 2 Minuten, bis ich mich über den Klassenerhalt freuen kann. Die Eindrücke vom Spiel sind halt gerade noch frisch und da muss man einfach sagen, leider wieder wie seit Wochen zu wenig. Einfach zu wenig. Wie Christoph Daum sagt, es war zu wenig. Da sind wir 9. Spiel in Folge eigentlich sieglos. Wie erklärst du eigentlich die ganze Negativserie? Ist es wirklich so, dass der Daniel Costantino an allen Ecken fehlt? Nein, sicherlich nicht. Da muss man intern mal drüber sprechen. Ich meine, wir spielen aber auch seit 8 Wochen. Unverändert. Mit der unveränderten Mannschaft und jedes Mal spielen wir dasselbe und jedes Mal
passiert nichts. Also jedes Mal nach vorne hin, ja, sieht da zwar gut aus in Ansätzen, aber da ist kein Durchsetzungsvermögen. Ja. Und alles, was im Mittelfeld schnell kommt, in Anführungszeichen, fehlt es uns an Zweikampfverhalten, an Zweikampfstärke. Und so, wie man heute wieder sieht beim 0-1, das ist ein Tor wie im Training. Entschuldigung, dass man das sagen muss, das ist ein Tor wie im Training. Das kann nicht sein. Heute von Beginn an hat Jérôme Profeta gespielt, der A-Jugendliche, der jetzt leider zum FC Junkersdorf gehen wird. War das aus seiner Sicht in Ordnung gewesen, einen Spieler wie Dennis Kuhlmann auf die Bank zu setzen, der vielleicht bei Victoria bleibt dafür? Überhaupt kein Kommentar. Alles klar, Franco. Danke dir fürs Gespräch. Bitte. Ja, Moha Alkan, du lächelst schon ein bisschen. Ja klar, 4-0 verloren, aber den Klassenerhalt geschafft. Dein Fazit erstmal bitte. Ja, ich sag mal, wir haben Klassenerhalt geschafft, das war das Hauptziel. Ich sag mal, mir ist lieber, wenn wir Klassenerhalt schaffen, und als wenn wir gewinnen und nicht schaffen würden. Aber natürlich war heute bitter, wenn man 4 Stück kriegt. Das war unsere höchste Niederlage. Also ich bin nicht gewohnt, solche hohen Niederlagen, sag ich ganz ehrlich. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Aber gut, okay, man muss die Mannschaft auch schützen. Wir haben bis zu dem 2-0 gut mitgespielt. Wir haben viele Torschancen herausgespielt. Der Timo Diehl hat die größte Chance leider nicht gemacht. Von, wenn er das Ding da. Fabrizio Jai hat dann natürlich auch eine gute natürlich Chance. Eine sehr gute Chance gehabt. Nur leider, wir haben das Tor nicht gemacht. Und der Gegner hat halt mit einem guten Konter das 2-0 gemacht. Und okay, danach sind wir halt ein bisschen zusammengebrochen. Aber gut, ich sag mal, man sollte die Mannschaft das nicht überwerten. Also man sollte der Mannschaft auch Lob geben. Die haben 14 Punkte geholt und die Klassen hat geschafft. Wir sind in der nächsten auch in der Mittelrheinliga und das werden wir sehen, wie es sich weiterläuft. Im Endeffekt kann man ja schon fast froh sein, dass die Saison jetzt bald vorbei ist. 9 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ist am Ende die Kraft weggefallen ist? Oder ja, was ist? Natürlich, auch die Qualität. Man muss auch zugeben, die Mannschaft ist gut, aber reicht einfach nicht für die Liga gegen so Fraltenhofen, gegen so ein Wegbeispiel heute, so eine gestandene Truppe mitzuhalten. Man muss ehrlich sein, das sind Mannschaften, das sind gestandene Truppen, die mit ihren Ex-Oberligaspielern und Verbandsligaspielern spielen. Und gut, wir wollen da hinkommen, wie die sind. Und das dauert halt bei uns ein paar Jahre, bis wir da hinkommen, wo die sind jetzt. Im Standzeichen stand heute drin, du hast der Viktoria deine mündliche Zusage gegeben. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben uns mit dem Rudi Wabra nochmal und auch mit dem Jürgen Ratschowait auch für ein neues Jahr nochmal verständigt. Wie weit sind denn die Verhandlungen mit den Spielern, die bisher im Kader sind? Wer hat verlängert? Wer hat zugesagt? Wer geht? Also da wollten wir eigentlich so machen, dass wir wir wollten erstmal heute den Ist-Stand abwarten, weil wir können ja nicht irgendwie jetzt anfangen, Hauruck-Aktion die Mannschaft aufzuräumen oder halt neue Spieler zu holen oder was, sondern wir müssen erstmal gucken, ob wir die Saison über die Bühne bringen. Jetzt können wir reagieren, wir sind Mittelrheinligist und jetzt kann man dann anfangen, halt mit den Spielern die Gespräche zu führen. Wo siehst du den Schwerpunkt an neuen Spielern, beziehungsweise in welchem Bereich? Offensive auf jeden Fall bestimmt? Ja, natürlich. Wir müssen auf jeden Fall Stürmer, müssen wir einen holen, also einen guten Stürmer. Wir müssen auf dem Niki Denk, weil der uns den verlässt. Der geht in Amerika. Und studieren, ja. Ja, der studiert in Amerika und für den auf den Position müssen wir natürlich einen guten Linksfuß in die Viererkette holen. Aber mal gucken. Ich sag mal, die Hennefer spielen in den Abstieg, die Westerlinger spielen in den Abstieg und Treustorf ist jetzt auch dabei in dem Los und wird sich nächste Woche entscheiden und vielleicht wird der ein oder andere Spieler sagen, komm, bevor ich hier bleibe, gehe ich lieber nach Victoria und spiele in der Mittelrheinliga. Mhm. Die Vertragsverhandlungen, die ersten Gespräche gab es ja schon, bevor auch der Klassenerhalt jetzt sicher war. Wie sieht es eigentlich auch mit der Torwartposition aus? Patrick Floß, Franco Fischer, 2 Torhüter. Ja, das sind natürlich gute Torhüter, die uns auch jetzt in der Rückrunde auch den Tor auch sauber gehalten haben. Ich sag mal, 14 Punkte haben wir geholt mit denen. Nur, wie weit wir weiterarbeiten, da werden wir mit dem sportlichen Leiter, mit dem Jürgen Ratschowait uns nochmal zusammensetzen und uns da mal alles durchdiskutieren. Und da werden wir mal Fazit ziehen, weil ich sag mal, es ist ja nicht nur spielerische Leistung im Spiel, sondern man muss auch rundherum auch im Training sehen. Wenn Leute verhindert sind halt im Training wegen Beruf und so, dann muss man halt das akzeptieren. Mhm. Ende Januar hat es uns beim Stammtisch erzählt, du wirst ganz gerne mit Viktoria Köln was aufbauen, aus der eigenen Jugend die Spieler hochziehen. Anfang der Woche stand natürlich im Standzeit drin, dass uns 3 wichtige Spieler aus der Jugend verlassen werden. Enzo Bosa, Jérôme Profeta und noch ein anderer Spieler. Wie weit hat dich das geschockt? Weil es waren ja eigentlich auch feste Leute, die bei dir in der Planung gespielt haben. Natürlich. Für mich war das ein Schock, weil ich sag mal, mit Jeton, mit Enzo, mit dem Jérôme hatte ich eigentlich auch geplant gehabt. Aber gut, okay, man muss saure Apfel beißen, wenn die Jungs sagen, woanders eine bessere Perspektive. Vielleicht haben wir zu spät reagiert, vielleicht haben wir zu früh reagiert, aber wenn Junkersdorf kommt, so ein gestandener Verein wie Junkersdorf, die da auch solide ist im Moment, auch, sag ich mal, halt anders ist als wir. Wir haben Insolvenz am Laufen und wir müssen erstmal gucken, dass wir uns stabilisieren und vielleicht sind wir irgendwann mal so weit, dass wir auch von anderen Vereinen die Spieler wegholen können, frühzeitig. Der Jérôme Profeta hat heute gespielt, anstelle von Dennis Gulin. War das eine Belohnung von Profeta, der in Junkersdorf unterschrieben hat, oder war der einfach stärker als der Gulin? Nein. Also es ging nur darum, ich wusste, dass der gegnerische Mannschaft Wegberg einen sehr guten Stürmer vorne drin hatte, der auch ziemlich kräftig gebaut ist. Und ich wollte unbedingt gegen den einen genauso starken, also größeren Spieler einsetzen. Das hat damit nichts zu tun, dass der Dennis oder der Jérôme besser ist oder schlechter ist. Definitiv nicht. Alles klar, danke dir fürs Gespräch. Danke auch. Viktoria Köln Fancenter, dein Weg zu Viktoria Köln. Im Internet abrufbar unter www.viktoria-köln-fancenter.de.